Hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf. Wir hatten im letzten Part noch ein bisschen Geld gefarmt. Hier ist Peter. Der hat mir vorhin noch gerade gesagt, dass mein Briefkasten voll ist und er Post für mich hat, der nicht zustellen kann. Ich habe ihn jetzt ein bisschen geleert. Es passt also wieder rein, aber naja. Ich werde mal ein paar Briefe dann ablegen, weil ich weiß nicht, von wen ich schon alles einen Brief habe. Napoleonfisch ist heute nochmal doppelt so viel wert, also 20.000 Sternis. Nee, jetzt ist es so hell und es spiegelt schon wieder. Naja, egal. Und wir sollten unseren Kredit heute noch abbezahlen, weil wir haben ja unser Haus ausbauen lassen. Schauen wir uns auch noch an. Und was bekommen wir für den ganzen Kram? 68.000, das passt doch. Bim-bilim. Immer diese Ladezeiten. Ja, wie ihr seht, nehme ich es relativ früh auf, 9:45 Uhr. Im Spiel ist jetzt noch 8:45 Uhr, ihr wisst ganz genau wieso. Ja, ich weiß ja nicht, was bei ihr gut hineinpasst. Ich habe ja auch schon Ewigkeiten nicht gesehen. Was denn? Ein Konzertflügel? Habe ich den nicht schon? Ja, wir gehen eh in mein Haus. Können wir ja mal gucken, ob das der gleiche ist. Habe ich halt jetzt noch einen schwarzen. Übrigens, den weißen kann man so nicht kaufen, den muss man umfärben lassen. Ich glaube, das war sogar relativ teuer bei dem. Welches Zimmer hatten wir erweitern lassen? Das hier, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Oh, hier ist ja gleich viel mehr Platz. Oh, ist das schön. Ich weiß, es gibt also diesen Gestaltungsmodus. Aber der ist scheiße auszuführen. Ihr könnt das ja auch dann nicht sehen beim Aufnehmen. Also mache ich es jetzt einfach schnell so. Ja, hier passt dann jetzt einiges mehr rein. Das ist auch echt schön, das freut mich. Ja, was soll ich denn hier alles reinstellen? Der Rest kann eigentlich fast schon so bleiben. Hier noch die Wii U und alles hin. Hier noch die Bank. Ja, und das passt auch eigentlich erstmal so. Wir gucken uns erstmal den Konzertflügel. Na, nee, den gucken wir uns hier nicht an. Den gucken wir uns im Azurzimmer an, wo noch kaum Azurgegenstände drinne sind. Und ich weiß, ich muss mein Haus aufräumen. Zumindestens in der unteren Etage. Ja, den habe ich schon. Steht ja in dem anderen Zimmer. Nehmen wir hier erstmal die 500.000 mit und bezahlen gleich alles. Seht ihr, hier steht er nämlich auch schon. Allerdings in weiß. Passt halt zu den Royal Gegenständen mehr, fand ich. Ich
ist denn hier? Ein Aal? Den würde ich eigentlich ganz gerne fangen, der ist 2000 wert. Oh, wer macht denn sowas? Ach, hier ist mein Angel. Wieso wächst denn bei mir eigentlich immer so viel Unkraut? Aus welchem Grund denn? Ich zieh's doch immer raus. Den Geldstein suchen wir nachher auch noch. Wo möchte ich? Ich möchte nach dort oben. Wohin gehe ich denn bitte? Jetzt habe ich auch noch A gedrückt. Wehe, da hat jetzt noch zu. Ach, danke. Ja, der Ausbau ist fertig, gefällt mir. Ja, ich habe 600.000 dabei. Hätte ich dir auch bar bezahlen können. Also, ich habe wirklich gerade über eine halbe Million dabei. Stellt euch vor, man könnte hier ausgeraubt werden. Ein Glück geht das nicht, da das Spiel schön friedlich ist. Ich glaube, dann hätte ich es auch nicht weitergespielt. Schulden abbezahlen. Und das Haus ist abbezahlt. Wir können ja gleich mal ein paar Briefe abgeben. Oh, hat man hier viel Platz. Dolly. Wieso habe ich denn hier einen Brief von Gulliver drinne? Ich habe hier sogar einen Brief von Nintendo. Das dauert jetzt gerade ein bisschen, ich weiß. Ich möchte halt gucken, von wem ich schon einen Brief habe und von wem nicht. Weil ich werde ganz gerne von jedem als Andenken einen Brief behalten. Wie zum Beispiel den Brief von Papa, den habe ich glaube ich noch nicht. Von Fritz müsste ich eigentlich auch einen haben. Okay, vom Penelope habe ich schon zwei. Hester kann weg. Karin. Von ihr scheint ich keinen Brief zu... Ach doch, hier. Von Dolly hatte ich doch... Ja, hier. Perfekt. Dann können wir jetzt auch endlich mal unseren Briefkasten komplett leeren. Das sollte auch mal gemacht werden. Ich habe übrigens auch hier noch in diesem Lager Briefe von Bewohnern, die nicht mehr hier wohnen. Aber was ich nicht weiß, kann man eigentlich auch Briefe an andere Spieler versenden? Also an echte Spieler in andere Städte? Ich glaube, das geht nicht, oder? Was schade ist, wenn das nicht geht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ich wollte eigentlich noch in den Laden. Was ist das denn? Keine Ahnung. Da war gerade so ein komischer Fleck. Kann aber auch sein, dass ich ihn mir wieder eingebildet habe. Noch die Gießkanne. Wir uns auch heute wieder schön um die Blumen kümmern können, auf die ich gar keine Lust habe.
Nix. Warum kommt da eigentlich so oft ein Schaudern? Ja, ich hab mal. Hä, sie gibt mir ganze 2000 dafür. Na, natürlich kannst du ihn dann nehmen. Ich glaube, ich hätte auch nicht mehr im Laden bekommen. So muss ich ihm wenigstens nicht verkaufen gehen. Nein, Mann. Übrigens können wir heute uns. Na, hören wir uns heute schon die Credits an? Wenn nicht, dann muss ich noch eine Woche länger spielen. Na, mal gucken. Vielleicht nehme ich den Part dann einfach heute schon im Voraus auf. Ist ja egal. Ich muss ja nur wissen, als welchen Part ich sie dann bezeichne und als und wann ich sie auf öffentlich stelle. Weil die Credits sollen halt wieder das Finale sein, so wie eigentlich immer in jedem Spiel. Bitte. Warum sage ich bitte? Hier wären voll viele nicht gespawnt. Alter, meine Haare. Oh, wo denn? Oh, heute ein Mineralienstein. Den Mineralienstein könnt ihr nur mit einer Silberschaufel bekommen. Das ist eigentlich echt nice. Weil ihr kriegt dann mehr Geld raus. Zumindest wenn ihr nicht so dumm seid wie ich und einen nicht treffen könnt. Denn eins ist immer 2500 wert, 8 haben wir rausgekriegt. 16.845. Das sind dann schon 20.000. Wartet ihr noch, bis sie doppelt so viel wert sind, habt ihr dann 40.000 und das passt. Denke ich mal ganz gut. Wir hatten ja schon mal einen Haufen Mineralien abgegeben, als sie doppelt so viel wert waren. Oder hatte ich das im Let's Play gemacht? Weiß ich nicht. Wir können ja erstmal die Blumen versorgen. Ja, ist eh egal, ich muss sowieso in mein Haus. Und vielleicht sollten wir jetzt auch endlich mal die Post aus dem Postkasten nehmen. Ich glaube, den Husten habe ich jetzt auch schon seit 500 Let's Plays. Aber keine Ahnung. Endlich hört er mit diesem blöden Geräusch auf. Danke. Wirklich, das ist so nervig. Doch noch ein Mineral. Das können wir dann auch gleich mit verstauen. Ist sogar noch eins. Und dafür habe ich keinen Platz. Und wenn ihr den Touchscreen jetzt sehen könntet, oh mein Gott, ist dieses Lager unaufgeräumt. Aber das ist egal, denn es ist ja nur ein Lager. Ja. Und ich glaube, in dem Lager sind bestimmt noch so eine 500.000 an Sternis drin, die ich abgeben könnte. Und die hebe ich auf, also Früchte im Wert von 500.000. Und die hebe ich mal auf, falls irgendwann mal eine Frucht doppelt so viel wert ist, um dann noch mehr rauszuholen. Habe ich dort wieder nicht geguckt, ob da irgendwelche Löcher im Boden waren.
Ja, hier. Aber ein Fossil. Ich denke nicht nochmal eins. Habe ich das schon mitgenommen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wo wollte ich denn jetzt hin? Gießen wir erstmal die ganzen Pflanzen. Ich wollte nicht mit dir reden. Was brauche ich Sonnencreme? Es sieht unnormal regnerisch hier aus. Um 9. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? 16 Minuten. Nicht, dass der Part schon irgendwie 40 Minuten irgendwann geht. Bim, 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 bim. Ach, die Büsche können hier wirklich. Die Büsche können hier anscheinend wirklich wachsen. Wachsen. Bim, 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 bim. Übrigens ist es für mich eigentlich schon relativ offensichtlich, welches Let's Play kommen wird. Also ich habe jetzt nochmal die Nacht gewartet. Ja, 76 sind glaube ich für Super Mario 3D Land, wenn nicht schon wieder mehr geworden ist. Und 16 für Super, nein, Mario Kart DS. Ich nehme eh jeden Stern. Jetzt gehen wir auch endlich mal in diesen blöden Laden. Sprechen aber zuerst noch mit Regina. Mit Wolfgang. Ja, die wohnen hier alle leider nicht mehr. Erwin. Und ja, das ist der, der auch bei Tom Tendo in New Horizons dabei war. Den er ja nicht leiden konnte. Das ist Nora. An die kann ich mich eigentlich gar nicht mehr wirklich erinnern. Stimmt, ich wollte euch doch eigentlich heute das Museum zeigen. Scheiße. Dann machen wir machen das wirklich noch. Wir können aber auf jeden Fall das Bild abgeben. Nächsten Part. Warum stehst du hier? Aber im nächsten Part wollte ich doch die ganzen Pflanzen auch noch einsetzen. Ach, egal. Es gibt viel zu viel zu tun. Das passt alles gar nicht in zwei Parts. Na, außer gestern. Da gab es fast gar nichts zu tun. Deswegen kam ja auch nochmal dieser Geldfarm-Part. Weil ich nicht wusste, was ich aufnehmen soll. Ich hätte Speicherplatz für 80 Parts gefühlt gehabt. Aber wenn ich halt nicht weiß, was ich tun soll, brauche ich es auch nicht aufnehmen. Ja, bei den Glückskeksen weiß ich nicht, ob ich heute welche kaufe. Vielleicht später. Eine Klassik-Wanduhr, oder? Habe ich die schon? Nee, die Pendeluhr. Ich nehme sie einfach mal mit. Was ist das denn? Ist zwar irgendwie mega hässlich, finde ich, aber ich nehme es trotzdem mal mit.
Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich möchte doch nur einen blöden Royalboden. Diesen 70er Kachelboden, der ist gefühlt alle 2 Tage gefühlt drinne. Nee. Ich krieg gefühlt immer nur die gleichen Items. Diese Abzugding ist auch schon zum 100. Mal drin. Das nervt, das nervt, das nervt so sehr. Gucken wir noch beim Modeschneider rein. Vielleicht finden wir dort ja mal was Tolles. Das ist Petro. Was ist das denn hier für eine Jacke? Waldlaufjacke, die nehme ich. Die behalte ich auch gleich an. Die Röcke sind, denke ich mal, nichts für mich. Hier auch nichts. Schuberts schicke Schuhe. Na. Ich gucke trotzdem rein, auch wenn meistens nur Mist drin ist. Wieder die rote Wrestling-Schuhe, die hab ich schon. Da behalte ich lieber die Heldenschuhe an. Die passen wenigstens zu meinem Heldenhut. Wo ist denn das Bild von Rainer? Ich hoffe, es ist ein echtes. Eugen wird uns das wahrscheinlich jetzt sagen. Wenn nicht, dann verschenken wir es einfach. Ich will einfach nur die blöden Abfallgebühren nicht. Ich möchte etwas stiften, und zwar das Perlengemälde. Bitte sei echt. Es ist Fälschung. Ja, passiert. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Dieses Part von Animal Crossing New Leaf. Im nächsten Part gucken wir uns wirklich eines der Museen an, also der Museenräume, Museumsräume. Dann nochmal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.